Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und im heutigen Quick-Tipp schauen wir uns mal an, wie man Gesangsfehler beim Doppeln ganz einfach und unauffällig reparieren kann. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal wieder mit einem Quick-Tipp und in diesem soll es, wie gesagt, um Gesangsdoppeln und vor allem Gesangsfehler beim Doppeln gehen. Ich bin ja nicht der weltbeste Sänger, wie ich immer behaupte, und es ist auch leider so, denn ich habe gerade im Moment die große Ehre, an einem internationalen A Cappella-Projekt teilzunehmen und habe da Schwierigkeiten, weil das ist, wenn man so große A Cappella-Produktionen hat, da wird schon mit Noten gesungen, was für mich überhaupt schon ein Riesenhorror ist. Das heißt, ich musste mir das alles vorher erstmal zurechtlegen und dann kommen auch noch Gesangsphrasierungen da rein, die für geübt Sänger sicherlich eine Leichtigkeit sind, aber für mich eben nicht. Das sind so Phrasierungen, die wirklich auf die Note gesungen werden müssen, und wenn man das beim Doppeln dann nicht sauber hinkriegt, dann klingt es schräg, so viel darf ich verraten. Aber wir hören mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Words, obsession of the genius and the fool, everybody, every day, everywhere and every way, oh words, find them, you can use them, say them, you can hear. Wie ihr schon hören könnt, auf jeden Fall ein sehr aufwendiges Projekt mit vielen Leuten aus verschiedensten Ländern, die da mitmachen, und die liebe Julie aus Australien hat mich eingeladen, auch mitmachen zu dürfen, und das habe ich auch gemacht. Ich habe zwei Stimmen beigesteuert und die Tenorstimme, die wollen wir uns jetzt hier mal genauer angucken. Ich zoome mal rein, denn da war gerade schon die eine Stelle, mit der ich persönlich jetzt doch ziemlich unzufrieden bin. Ich mache mal den Mixer aus, den brauchen wir jetzt hier gerade nicht bei der Stelle, das ist jetzt mehr Editing, und wir hören mal hier an diese Stelle solo rein. Ich glaube hier. Everywhere and every way, oh words. Na, ihr hört es, dass es hier vorne eigentlich ganz schön gedoppelt ist. Da habe ich ziemlich genau das gleiche gesungen. Nochmal. Every day, everywhere and every way, oh words. Aber diese Phrasierung, wie gesagt, ich singe wirklich nicht so sauber auf den Punkt. Diese Phrasierung war wirklich nicht sehr sauber gesungen. Die linke Seite klingt einfach anders als die rechte. Und jetzt gilt es halt, irgendwie dafür zu sorgen, dass beide Stimmen zumindest das gleiche singen. Das wäre ja schon mal schön, wenn ich es jetzt auch nicht beim Doppeln so sauber hinkriege. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, denn zumindest auf einer Seite habe ich es ja schon mal einigermaßen ordentlich gesungen. Wir nehmen mal hier nur diese Seite hier. Die mache ich hier mal aus. Dann hören wir nur die linke Seite. Nee, auf Solo. Die finde ich ein bisschen besser gelungen als die andere. Wir hören nochmal auf die andere, wie die Solo klingt. Na, da habe ich die komplett verhudelt, die Phrasierung. Also gilt es, die rechte Seite auszubessern. Und das geht ganz einfach, indem ich, mach mal hier wieder beide Spuren an, indem ich jetzt hier einfach mal bei beiden Stellen ein bisschen reinzoome hier, und dann schneide ich einfach mal beide Stellen hier sauber, ungefähr hier und ungefähr hier. Denn einmal, wie gesagt, habe ich es ja schon sauber gesungen. Das heißt, ich lösche jetzt einfach diese hier, pop, und schmeiße die hier an die richtige Stelle nach unten. Jetzt habe ich schon fertig, aber wirst du zu Recht sagen, jetzt hast du es ja nur kopiert, dann ist es ja an der Stelle nicht mehr gedoppelt und der Stereo-Effekt ist weg und es klingt nur noch Mono, und das ist auch richtig, denn im Moment klingt es so. Ne? Sauber, aber im Prinzip Mono aus der Mitte, weil ich habe jetzt dieselbe Stelle auf beiden Spuren gleich drauf liegen. Jetzt gibt es aber den kleinen Trick, ihr kennt das ja schon, den Haas-Delay-Effekt. Wenn man eine Seite etwas anders verzögert als die andere, dann ist das ganz einfach. Jetzt kann ich hier zwar nicht mit einem Plugin arbeiten, aber bei Logic gibt es eine schöne Funktion. Ich kann nämlich diesen Clip hier markieren und kann hier auf der linken Seite dem einzelnen Clip, also den ich jetzt markiert habe, ein Delay geben. Und zwar wird das gerechnet hier in Millisekunden oder Ticks. So, und wenn ich dem Ganzen jetzt einfach mal hier 18,9 Millisekunden Delay verpasse, dann ist es plötzlich nicht mehr in der Mitte, sondern... Every way, all words, ne? Nicht mehr Mono in der Mitte, sondern plötzlich genauso Stereo wie die anderen Spuren, die ich sauber eingesungen habe. Das heißt, ich habe den Mono-Effekt einfach dadurch verhindert, dass ich die eine Seite ganz leicht verzögert habe. Sollte deine DAW diese Funktion nicht haben, dass du einem einzelnen Clip ein einzelnes Delay verpassen kannst, nämlich wie hier zum Beispiel, dann nimm einfach so ein bisschen rein, nimmst du den Clip und verschiebst den einfach ein kleines bisschen. Was weiß ich hier so... 12 Ticks oder sonst was irgendwie, und schon müsste der gleiche Effekt eingetreten sein. Wir hören mal kurz rein, jetzt habe ich es ja verschoben. And every way, all words. Naja, es kann noch ein kleines bisschen mehr vertragen, so ein bisschen drauf, mal hören, wie es jetzt klingt.
In every way, all words. Naja, es ist zumindest nicht mehr Mono in der Mitte und im Gesamtkontext mit den vielen Chören wird es definitiv nicht auffallen. Nicht vergessen, wenn du das machst, hier auf jeden Fall noch einen kleinen Crossfade zu setzen, hier an der einen Stelle und hier vielleicht auch noch einen sauberen Crossfade über die beiden, damit hier zumindest nichts knackt, wenn du dann an die Stelle kommst. Und damit haben wir im Prinzip schon unsere Doppelung repariert. Das heißt, wenn du an Stellen kommst, wo du vielleicht nicht ganz so sauber links, rechts gesungen hast und das ein bisschen korrigieren möchtest, dann schneid es einfach sauber, zieh die andere Seite rüber und gib ein kleines Delay auf den Clip und schon hast du einen perfekt gedoppelten Chor, der nicht mono plötzlich in die Mitte springt an dieser einen Stelle, sondern auch da seinen Stereo-Effekt weiterbehält. Wenn dir dieser Quick-Tipp gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche zu einem weiteren Quick-Tipp oder zu einer anderen Geschichte, die ich mir ausdenke. Bis dahin, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich wünsche auf jeden Fall die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou!